Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am Dienstag, den 29.08.23. Gleich vorab, ich wollte ja das Sternzeichen bis Mittwoch drauf haben, aber ich fange jetzt gerade heute auf Nacht um 11:30 erst an hier zu sein. Ist mir was dazwischen gekommen, das heißt, ich habe heute nichts hochgeladen, also wird es wahrscheinlich einen Tag länger dauern. Nur zur Info, aber sie sind ja fertig, sie kommen schon irgendwann diese Woche. Voilà. Nur zu eurer Info. Aber wir machen jetzt mal die Tagesenergie vom Dienstag. Wisst ihr, worauf ich mich freue? Oh, das ist jetzt ganz speziell für mich. Übermorgen, am Mittwoch, ist mein Italiener von seinem Urlaub zurück und ich kriege wieder ein Cappuccino. Jetzt kann sich der liebe Herr wieder aufregen, dass ich über meinen Cappuccino rede. Aber ich habe hier Entzug, schon 2 Wochen. Und wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Energien sind ja sehr anspruchsvoll, sage ich mal. Sehr anspruchsvoll. Sehr müde. Sehr kaputt, muss ich sagen. Aber gehört halt so. Jetzt haben wir Dienstag. Arbeit, die uns momentan keine Freude macht, die uns momentan schlechte Gefühle gibt. Vertrauen lernen. Okay. Also, durch das, dass wir Vertrauen lernen sollen, gerade was Arbeit anbelangt, heißt es, hier vertrau dir, du machst es gut, du machst es richtig, du bist geeignet, du bist am richtigen Platz, bla bla bla. Schlechte Gefühle schauen wir nachher nochmal an, woher die überhaupt kommen. Das kann ja ganz vielfältige Themen haben. Hier ist ein Lernen und jetzt muss ich auf die Arbeit nochmal eingehen, genau das, was ich wollte. Also es ist nicht nur dein Beruf, es ist auch die Arbeit, was weiß ich. Es gehört der Garten aufgeräumt, dein Schrank gehört mal wieder gemacht, was weiß ich, irgendjemand zieht um und da solltest du mitarbeiten und so weiter und so weiter. Also jegliche Tätigkeit, die man Arbeit nennen kann, ist hier auch mit gemeint. Also nicht, dass sich wieder Leute nicht angesprochen fühlen, so ich arbeite ja eh nicht mehr oder ich habe gerade Urlaub, gebe mich gar nichts an, bla bla. Nee, nee, es ist immer, wenn du hier die guckst, hast du einen Grund, warum du guckst und dann geht es um die Arbeit. Um deine Arbeit, dein Beruf oder Arbeit, die du so im Laufe der Woche oder des Tages vor dir hast. Also hier ist etwas, was uns schlechte Gefühle gemacht. Jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, warum. Wir gucken auf die Arbeit. Wir haben eine Einschränkung in der Arbeit. Also irgendwas passt nicht so, irgendwas läuft nicht so, wie es laufen soll. Oder, keine Ahnung, du sitzt immer am PC XY und der ist jetzt nicht da oder besetzt und du musst dann einen völlig neuen Arbeitsplatz, wo du dich nicht auskennst. Oder dein Internetzugang ist so bescheuert, wie meiner gerade war, dass du da ganz schlecht arbeiten kannst. Oder was weiß ich, du hast dich in der Hand verletzt und du hast bloß eine Hand und bla 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 bla. Also ganz viele Themen, die hier drin sind, warum deine Arbeit eingeschränkt sein kann aus irgendeiner Art und Weise. Das erfährst du und trotzdem heißt, vertraue dir. Ja, lass mal das so stehen. Ja, du weißt auch eigentlich gar nicht, wo diese schlechten Gefühle herkommen. Also haben wir hier ein Thema, was tiefer liegt. Was, genau, was dir in irgendeiner Art und Weise hast du sowas schon mal erlebt. Denn das hier ist eine ungesehene Manipulation, was mit der Arbeit zu tun hat. Diese Einschränkung. Also es passiert oder es ist, irgendetwas hat sich irgendwas ereignet in deiner Arbeit, um deine Arbeit rum. Die, wo es in irgendeiner Art und Form ähnlich schon mal war. Weil hier ist eine geheime, also eine nicht sichtbare Manipulation. Das heißt, hier wird was ausgelöst. Und darum fühlst du dich auf einmal schlecht. Hat wahrscheinlich mit der Situation im Hier und Jetzt gar nichts zu tun. Suchen wir uns mal ein Beispiel. Okay, du bist ein sehr zurückgezogener Mensch, ein Mensch, der also nicht auf Menschen zugeht, sondern der im Hintergrund ist, also introvertiert. Und hast mit
damit immer ein bisschen Schwierigkeiten, Kontakt zu bekommen, weil das eben deine Art ist. Und immer wenn du neue Menschen oder eine neue Umgebung bist, hast du dieses schlechte Gefühl, weil du eben ein Problem hast damit. Und jetzt kommt in der Arbeit ein neuer Kollege, ein neuer Chef, eine neue Umgebung oder sonst irgendetwas. Jetzt kommt dieses Gefühl wieder. Wann das ausgelöst wurde, kann in der Kindheit sein, dass du zum Beispiel jetzt ein sehr schrilles Kind warst, ein sehr lautes Kind ohne Wertung, und man dich immer wieder gemaßregelt hat, sei leise, sei leise, sei leise. Setz dich hin, halt dich still, bla bla bla. Dich praktisch dahin manipuliert hat, dass man dich nicht sieht. Weil ein Kind, was brav und still und irgendwo in der Ecke sitzt und leise ist, sieht man nicht, übersieht man. Fällt einem nicht auf. Es fallen nur diese schrillen Kinder auf. Das heißt, wenn du immer so gemaßregelt wurdest als Kind, leise zu sein, still zu sein, brav zu sein, dich mit irgendwas alleine zu beschäftigen, hauptsache du bist jetzt irgendwie aus dem Trubel raus, man muss sich jetzt nicht um dich kümmern, kann das auslösen. Und wenn dann, was weiß ich, Besuch kommt oder sonst irgendwas, sieht man dich nicht. Du wirst immer und immer übersehen. Und wenn du das, jetzt bloß ein Beispiel, mitgenommen hast, dann wird man dich auch in der Arbeit immer und immer wieder übersehen. Und wenn du jetzt einen angestammten Arbeitsplatz hast, spielt sich das mit der Zeit ja ein. Also man kann dich ja nicht permanent übersehen, weil du hast ja Aufgaben, man muss dir was übertragen und muss dir was machen, du musst ja irgendeine Leistung zeigen, die irgendjemand ja sehen will, kontrollieren wird oder was weiß ich was macht. Das heißt, man kann dich da nicht übersehen. Und mit der Zeit bist du sichtbar, fällst aber nicht weiter auf, kriegst meistens Arbeiten übertragen, die ja sonst wahrscheinlich keiner so gern machen will oder die gerade erledigt werden müsst, weil du machst damit kein Problem. Du bist ja brav, du bist ja still, sage ich jetzt einfach mal so. Aber das spielt sich mit der Zeit ein. Jetzt kommt was Neues. Also irgendwie ein neues Team kommt oder du kommst in ein neues Team. Und wenn du dann so bist, so manipuliert bist, immer zurückgezogen bist, immer brav bist, immer man sieht dich nicht, dann wirst du in diesem Team dich erstmal mit der Zeit behaupten müssen. Und bei solchen Menschen dauert das sehr, sehr lange, weil sie ja eben nicht auffallen. Und es passiert ganz oft, dass diese Leistungen, die diese Menschen bringen, zwar gesehen werden, aber nicht auf sie produziert. Dass dann praktisch der Chef oder dein Vorgesetzter oder dein Teammitglied das Lob kriegt. Und selbst wenn das Teammitglied sagt, nee, die Karin hat da auch sehr viel gemacht. Ja, danke. Und trotzdem wirst du wieder übersehen. Und das könnte jetzt so ein Thema sein. Hier ist eine einschränkende Arbeit, wie auch immer, was dir wieder von Haus aus ein schlechtes Gefühl gibt, weil du weißt, dass genau das passiert. Weil es dein Leben lang immer so war. Das ist jetzt ein bisschen ein kompliziertes Thema, was ich hier angesprochen habe, aber mir ist das halt gerade eingefallen. Und das kann sich auf jede Art und Weise sein. Also das muss jetzt nicht sein. Also es kann auch sein, du hast dich verletzt und kannst nicht so arbeiten. Oder. Also es war nur ein Beispiel, weil das hier, was hier dir das schlechte Gefühl macht, ist eine gelernte Manipulation, eine angeeignete Manipulation, die du nicht weißt. Die dir noch nie in den Sinn gekommen ist. Du merkst bloß, du hast jetzt in der Arbeit eine Einschränkung und damit fühlst du dich unwohl. Und hier heißt es, vertraue dir und lerne. Du wirst eben durch dieses Gefühl das Wissen erlangen, dass da was dahinter steckt. Und das ist diese Aufgabe hier. Das zu sehen, was jetzt endlich zu sehen, was da dahinter steckt. Dass man das auflösen kann. Um das geht es grundsätzlich hier. Ob du nun sowas Spezielles hast, was ich erzählt habe, oder ob es einfach eine Verletzung ist, die dich jetzt einschränkt. Eigentlich wolltest du was weiß ich was alles machen und jetzt hast dich verletzt und bist eingeschränkt. Dann hat diese Verletzung hier mit diesem Thema zu tun. Was wolltest du denn tun? Was hast du gefühlt? Also so rum musst du reingehen. Warum war das jetzt wichtig? Also hinter dieser Verletzung sitzt eben auch eine Manipulation. Vielleicht wolltest du das, was du da machen willst oder musst, gar nicht tun.
Und wenn ja, warum? Und, und. Also das ist das, das Thema, dass wir aus irgendeiner Art und Weise eingeschränkt werden in der Arbeit oder in den Arbeiten, die wir im Laufe des Tages tun wollen und uns dann schlecht fühlen. Und das ist das genau, wo du hinschauen sollst. Warum? Ja, es ist eine Manifestation, weil du eben dieses Thema hast. Und wenn du das löst, wenn du das lernst, hast du hier ein neues Leben und andere Erwartungen. Und da die Erwartungen sind in dem Fall jetzt gar nicht, ja erstmal, na zweitschneidig, gar nicht toll, weil du erwartest das ja, weil es eine Manipulation ist. Also was auch immer dich hier einschränkt, hast du auf irgendeine Art und Weise erwartet. Das ist so ähnlich, hat jetzt mit der Arbeit zwar nichts zu tun, aber so ähnlich, wenn ich irgendwo hin musste, wo ich nicht hin wollte, und das waren meistens Familienfeiern, ich muss jetzt, was weiß ich, zu irgendeiner Hochzeit, zu irgendeiner Taufe irgendwo hinfahren, wo ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe hinzufahren, wo ich weiß, da kommen Familienmitglieder, mit denen ich nicht zurechtkomme, die ich am liebsten gar nicht sehen würde, die gehen mir auf den Nerv und so weiter. War in jungen Jahren viel schlimmer und ich wusste, und das war jedes Mal so, kaum war ich im Auto, bekam ich Kopfweh. Ich bekam immer Kopfweh. Und immer, weil ich dahin musste. Das ist mir dann irgendwann aufgefallen und das habe ich dann natürlich aufgelöst. Es kann immer noch sein heutzutage, dass ich zu einem irgendwo hin muss, wo ich nicht hin will, aber ich kriege kein Kopfweh mehr, weil es mir bewusst geworden ist, was das ausgelöst, welche Manipulation das war. Das war das Müssen bei mir. Dieses Müssen hat bei mir Kopfweh ausgelöst, weil ich irgendwann mal gemerkt habe, dass wenn ich krank bin, Kopfweh habe, muss ich das nicht mehr tun. Das habe ich als Kind irgendwann gelernt oder so. Und meine Mutter hatte oft Kopfweh, ich hatte ganz, ganz schwer Migräne, immer wieder. Und diese Kopfweh haben mich praktisch von so leidlichen Sachen erlöst. War aber mir nicht bewusst, dass ich deswegen ganz viel Kopfweh bekam. Bis ich es dann gemerkt habe und aufgelöst habe. Also bei mir waren Schmerzen, das sind jetzt schlechte Gefühle. Es kann auch schlechte Gefühle kann sein, dir wird schlecht. Im wörtlichen Sinn. Wirklich, du fühlst dich überhaupt nicht mehr wohl. Du könntest zum Speien gehen. Oder. Also alles, was sich schlecht anfühlt im Körper. Also flauer Magen, Sodbrennen, also solche Sachen. Das ist alles, was sich hier ergeben könnte. Und das ist eben dafür da, dass du da hinschaust und diese Manipulation merkst. Denn du hast dir das Ganze ja manifestiert durch diese Manipulation im Hintergrund. Wir gestalten unser Leben jeden Tag mit dem, was wir denken und fühlen. Und da haben diese Programme im Hintergrund einen wahnsinnig großen Einfluss. Und wenn da ein ständiges Programm läuft, was weiß ich bin es nicht wert oder ich muss jetzt unbedingt was machen oder ich kann das nicht oder keine Ahnung, ist ja vollkommen wurscht, ist bei jeder Entscheidung, bei allem, was du tust, greift der Verstand immer wieder auf diese Daten hin. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und dann kommen Gedanken in den Kopf, die du gar nicht merkst, die aber dann sagen, ich erwarte ja schon unbewusst oft, dass das wieder so wird. Weil, so wie ich jedes Mal Kopfweh bekommen habe, habe ich unbewusst erwartet, weil ich da nicht hin wollte. Das war eine Reaktion, die immer da war und die wusste ich ja unbewusst schon, bis ich dann drauf gekommen bin. Wenn sich das aber ändert, wenn du dieses Programm löst in dir, herausfindest, warum fühle ich mich jetzt schlecht, warum bin ich jetzt... Der Grund der Einschränkung wirst du im Wissen erlangen und da kannst du dann hinschauen, an diesem Grund kannst du hinschauen. Da liegt irgendwo die Manipulation. Warum wurde ich jetzt versetzt oder. Da musst du tiefer reingehen. Du wurdest jetzt versetzt, weil wir unbedingt eine Vertretung brauchen. Ja, warum gerade ich? Ja, weil du brav bist und das ja alles magst. Oder. Du wirst versetzt, ja, weil Kollegin Y dich nicht leiden kann. Oder. Also ganz, 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 ganz viele. Und das ist auch mit Verletzungen in der Hand. Ich wollte jetzt unbedingt meinen Junk aufräumen. Ja, warum? Habe ich mir zu viel aufgehalst? Warum verletze ich mich jetzt, dass ich es nicht tun kann? Das hat einen Grund. Was will ich denn nicht? Will ich bei mir nicht aufräumen? Im Außen zeigt sich es innen. Also wenn du jetzt einfach Schrank aufräumen hast, ich kann den Schrank jetzt nicht aufräumen, weil ich mich verletzt habe, dann willst du innerlich aber auch nicht aufräumen. Das zeigt dir das Außen. Weil es ist so ein Wechselspiel. Ganz viele Menschen, die irgendetwas verändern im Leben, zum Beispiel ganz viele Frauen, die eine Veränderung vor sich haben, die gehen zum Friseur.
Die verändern auf einmal ihre Frisur. Da verändert sich dann auch was im Leben. Und bei jungen Mädchen kannst du das ganz, ganz viel feststellen. Die ändern andauernd ihre Frisur, weil sich da im Leben noch immer sehr, sehr, sehr viel ändert. Ich konnte das bei meiner, oder kann das bei meiner Tochter ganz, ganz gut mitverfolgen. Die hat andauernd andere Haare, weil sich im Leben immer wieder was ändert. Und ich will innen nichts ändern, also darf ich auch außen nichts ändern. Weil alles, was ich innen tue, tue ich, zeigt mir außen. Wenn ich jetzt außen aufräume, muss mir das Außen wieder was anders zeigen. Und das kann halt dann, muss dann halt schlimmer sein und wird meistens schlimmer. Und um dich davor zu schützen, kriegst du jetzt eine wehe Hand, dass du nicht aufräumen kannst, weil du eigentlich innen aufräumen sollst. Das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel. Wenn du das aber tust, wenn du lernst, um was geht's denn hier eigentlich, dann manifestierst du dir automatisch ein neues Leben mit neuen Energien. Mit ganz neuen Energien. Hier liegt die Tochter, kann natürlich ein Tochterthema sein, kann ein Mutter-Tochter-Thema sein, kann ein Tochter-Mutter-Thema sein. Also es geht so rum, dass entweder du die Tochter bist oder eben du die Mutter bist. Beide Themen sind hier möglich. Ist hier am Rande, kann sein, dass das hier mitspielt, dass du von deiner Mutter als Tochter schon manipuliert worden bist. Das ist bloß so ein Hinweis. Im Grunde heißt es aber hier, weil das nicht bei jedem eintrifft, bei einer hat Mutter-Vater-Thema und Tante und was weiß ich was. Also das ist nicht, es spielt zwar sehr, 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 sehr oft die Mutter eine Rolle, aber muss nicht bei allen sein. Und darum sage ich hier, auf jeden Fall entsteht hier ein neues Leben mit neuen Energien. Und dann ändern sich auch die Erwartungen, weil ich hier diese Manipulation ausschalte und dann positive Energien automatisch mit reinmache, weil du hast ja was geschafft. Du musst jetzt nicht mehr brav sein, in der Ecke sitzen, sonst du darfst dich auch mal melden, du darfst auch mal laut sein. Wenn du das dann begriffen hast, dann ändert sich automatisch dein Leben und auch deine Erwartungen. Das ist ganz normal. Das ist jetzt weltlich wie spirituell. Da kann ich gar nicht so ändern, weil das hier sehr spirituell ist, weil es eben um innere Manipulationen geht. Wenn man es jetzt ganz weltlich nehmen, könnte hier noch sein, dass du eben manipuliert wirst und das nicht mehr willst. Dass du Wissen erlangst, dass irgendeine Arbeitskollegin, Arbeitskollege oder dich absolut absichtlich so manipuliert, dass du so funktioniert, wie es für ihn zum Vorteil ist, könnte ich jetzt auch noch drin sein. Und du lernst es oder du erfährst es und hast dann erstmal ein schlechtes Gefühl, weil du eben manipuliert hast und es nicht erfahren oder nicht gespannt hast. Dann ist hier auch, hier mach es anders, erwarte es anders. Dann hast du hier ein neues Leben. Aber grundsätzlich, ich sage, das Außen spiegelt ja nur das Innen. Grundsätzlich ist hier wirklich ein Thema, was dir gezeigt wird im Außen, dass du irgendwo in der Arbeit eingeschränkt bist. Und da liegt eine Manipulation bei dir zugrunde. Irgendeine Erziehung, irgendeinen Glaubenssatz oder, der dich praktisch immer schon in den schlechten Gefühlen gebracht hat, wenn diese Energiesignatur, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne übereingestimmt hat. Also es ist nie 1:1. Es ist immer nur so ähnlich, wie schon mal war. Ähnlich, wie schon mal war. Das ist wie, ich treffe immer den falschen Mann. Dann sind aber die Themen mit den ganzen falschen Männern irgendwo immer die gleichen. Es wird sich immer wieder auf das Gleiche reduzieren. Und das ist hier genau das Gleiche. Und darum kann ich hier jetzt gar nicht so sehr weltlich sein. Ich habe auch spirituell, jetzt kann ich mir großartig zu sagen, weil das einfach beides ist. Ich schaue jetzt mal energetisch hinein. Okay, ich sehe einen Clown. Ich sehe einen Clown, der mit Bällen jongliert und der lacht. Aber vom Gefühl her war dieses Lachen nicht echt. Das heißt, also es ist mir eine Maske gezeigt worden. Hier scheint, also rein das, was ich gesehen habe, ist das hier.
Es scheint in Ordnung zu sein und trotzdem hast du ein ganz blödes Gefühl. Irgendwas passt nicht. Lerne dir zu vertrauen, dass wenn du ein Gefühl hast, es passt nicht oder ein Lächeln ist falsch oder guck nach. Also das ist so ein Hinweis, uns wird eine Maske gezeigt, ein Clown, alles ist gut, hier, ich bin der Lustige, und aber vom Gefühl her passt es nicht. Das ist das, was mir gezeigt hat. Also das war eine Maske. Also das ist das erste Wort, was mir eingefallen ist. Es war kein Lächeln auf mein Gesicht. Also meine ganze Reaktion war, hier stimmt was nicht. Also, und das ist das, was ich euch hier energetisch mitgeben kann. Es wird eine Situation sein, wo du fühlst, hier passt was nicht. Und da heißt es, vertraue und lerne, denn da liegt eine Manipulation dahinter. Und wenn du da ein Thema hast oder wenn du merkst, hier in diesem Themenbereich oder was auch immer es ist, passt was nicht, schau mal genauer hin, das ist die Aufforderung von dieser energetischen Aussage. Dann kannst du das auch stoppen. Gut, war sehr interessant. Und ja, und jetzt mache ich mit den Sternzeichen weiter, die ich sie langsam hochbringe. Aber mehr wie einen schaffe ich heute nicht mehr, es ist schon 12. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht. Und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung, und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden, und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum
klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.